Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl. Ahuhu, hier wieder beim Quali und bei Blood Bowl 2. Was ihr hier vor euch seht, sind die Nordpol Treehuggers. Ein Waldelfenteam, denn seit heute sind die Waldelfen spielbar. Und auf YouTube bin ich gefragt worden, ob ich auch mal ein anderes Team spielen möchte, kann, soll. Ich weiß nicht, wie regelmäßig ich die Nordpol Treehuggers denn ins Feld führen werde als Let's Play, aber naja, jetzt sind sie erstmal da. So, hier haben wir eine Spielerliste. Wie immer Nordpol-Namen, wie sie mir gerade einfach nur so zufällig eingefallen sind. Feder, Hexchen, Zu, Claudine, Meinenwetsch, Justikon, Schneeflocke, Pölle, Alucard, Meister Bini und Rarasal. Alle mit am Start. Wir haben zwei Kampftänzer und der Rest sind alles nur Feldspieler. Wir haben zwei Rerolls und keinen Apotheker. Und das kann mit diesem Team sehr schnell tödlich werden, weil wir hier unten seht, Rüstungswürfe haben wir nur 7. Und ich hoffe schwer, dass wir uns im ersten Spiel keine permanente Casualty einfangen. Vor allen Dingen nicht bei Spielern, hier die beiden, die sind natürlich sehr teuer. Aber die können auch einiges. Na gut, wir schauen mal. Wir möchten mit denen... wie könnte man das nochmal machen? Meine Ligen? Multiplayer Ligen? Nee. Ich glaube, jetzt muss ich hier in eine Liga rein. Genau, und jetzt kann ich hier mit den Nordpol Treehuggers in eine Liga. Nee, Team löschen möchte ich nicht. Ging das da? Liga auswählen, genau. Eine Solo-Liga. Und wir spielen auch mit denen in der Liga der alten Welt. Und schauen mal. Okay. Und die erste Partie spielen wir gegen die Evil Talons, ein Dunkelelfen-Team. Hätte schlimmer kommen können, wenn wir gegen Orks oder so hätten spielen müssen. And we're off. So. Wir könnten uns... Irgendwas... Können wir uns was kaufen? Nee. Können wir uns alles nicht leisten. Wir sind zwar ziemlich underrated, aber... Das wird sich hoffentlich schnell entwickeln. Let's play Blood Bowl! Den Dienst haben den Goblin auspeitschen, jawohl. Welcome back, Blood Bowl fans. Ja, super, es ist auch direkt, es schneit auch direkt. We're gonna see flying players and crazy missed passes. You know, there's a reason why so many Dark Elf teams have won championships. They're extremely capable players. Was ist das für eine komische Aufstellung hier? So, Claudine ist vorne, Wine and Wedge ist vorne und der Zu ist vorne. Ja, irgendwer muss es ja auf die Schnauze kriegen hier. So. Die Kampftänzer würde ich ganz gerne hinten, also in der Mitte lassen. So. So sieht das doch ganz gut aus. Wir machen mal hier, die werden eh umgeprügelt, egal wo sie stehen. Können wir auch ein bisschen breiter uns aufstellen. Wir speichern die Aufstellung. So, und jetzt drückt die Daumen, dass wir im ersten Spiel gegen die Dunkelelfen keine großen Casualties erleiden. Unser gesamtes Team hat Agility 4. Das brauchen wir auch. Man kann eine andere Verteidigungsform umstellen. Und ja, das ist auch gut.
machen wir das denn? Die stehen auch so und stellen uns doch mal ein bisschen näher beisammen. So. Wir könnten sogar jetzt nach vorne gehen und hier... aber das lasse ich mal. So. Stopp. Ich müsste einmal noch die Animationen wieder anschalten. Um mal zu sehen, wie die Dark Elf und Waldelfen-Animationen denn aussehen. Yeah, smells like a good old fashioned fight. So, wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt dazu komme, die hier aufzunehmen. Seid mir nicht böse, wenn ihr ein Fan von Waldelfen seid. Waldelfen sind in der Tat das erste Team, was ich in Blood Bowl auf dem überhaupt je gespielt habe. Damals noch in einer Liga in Bonn als Tabletop. Das war sehr nice. Die waren auch richtig gut. The ball is in the player's hands. What next? Yeah. Ja, die Vorteile der Waldelfen, ganz klar hier diese Spieler, die Kampftänzer sind richtig gut. Springen, damit können sie über Leute hinwegspringen. Gewandheitswurf ohne Modifikatoren. Und, ich hatte damals sogar das Glück, dass einer meiner Kampftänzer Agility 5 bekommen hat. Dann werden die Jumper natürlich ohne Ende krass. Ja, viel prügelt er hier nicht. So, meinen Witch Strike mal K.O. Tja. Die Treehuggers, sie sind aber noch ganz, ganz gut dabei. So, Zug 1 für uns. Jetzt könnte man direkt mal schauen, wie das hier aussieht mit dem Jumpen. Also zum Beispiel kann ich jetzt mit dem nach vorne dann hier rüber jumpen. Und ihr seht auch, meine Spieler haben eine ziemlich gute Bewegung. Hier die Dunkelelfen haben nur eine Bewegung von 6, die Blitze haben 7, meine normalen Spieler haben 7. Die Kampftänzer haben sogar Bewegung 8. Und ja, soll ich das jetzt schon mal versuchen? Ich glaube, ich probiere das einfach mal zu zeigen, wie das geht. So, dahin. Jetzt springen wir. Hierhin. Ah, cool. So, und jetzt kann ich hier einfach raus. Der hat nämlich auch noch Ausweichen. Und dann hier neben die Hexe. Ich hätte noch einen Blitz ansagen sollen. Habe ich das nicht noch? Na, schade. Gut. Der andere Kampftänzer kann eigentlich sowas ähnliches machen. Kommt er da hinten? Der kommt sogar da hinten hin. Vielleicht zeige ich mit ihm einfach auch einen Blitz an. Blitz. Hier hin. Dann springen. Hier hin. Okay, hat er nicht geschafft. 3 plus. Ah, ein Doppel 3 plus hat leider nicht geklappt. Schade. Aber es ist gut. Ihr habt das Prinzip verstanden, wie die Waldelfen funktionieren, ja? Waldelfen haben auch noch Läufer, die haben nur Stärke 2. Habe ich noch keinen von dem Team jetzt. Und die sind extrem schnell. Die hatten früher mal Bewegung 9. Ich weiß nicht, inzwischen haben sie glaube ich nur 8, weil die einmal genervt worden sind. Weil wenn du dann Geschwindigkeitsplus bekommen hast, kannst du quasi einen One-Turn-Touchdown. Mystikon ist gelähmt. Der Arme. Jetzt geht es unserem Kampftänzer an den Kragen. Was gut an dem Kampftänzer ist, der hat auch von vornherein Blocken ausweichen. Das heißt, der geht nur auf einer 6 direkt down. Sofern der Gegner keinen Tackle hat. Und das ist halt auch das Ziel der Waldelfen, möglichst schnell mit beiden Blocken und Ausweichen zu bekommen. Und das hatte ich damals in der Liga auch und das hat meine Gegner tierisch genervt. Weil er diese Squishy-Wild-Elfen einfach nicht niedergeprügelt bekommen hat. So,
So, ja, jetzt versucht er hier Leute in mein Backfield zu bekommen. Claudine ist verletzt. Ja, genau das wollte ich nicht. Verpasst das nächste Match. Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Man bekommt ja Ersatzspieler, wenn wir jetzt Spieler zu wenig haben. Viel schlimmer wäre sowas wie Stärke minus oder Agilität minus oder so. Der Computer spielt relativ risky. Na gut, wir haben jetzt eben auch ziemlich dämliche Sachen gemacht, aber... Dies ist ein Fun. Autsch. Lass ich doppelt überschlagen. Okay. So, die steht hier frei rum. Hm, könnten hier raus. Hier wieder rein. Machen wir nochmal gleich mit dem Kampftänzer. Sehr schön. Einmal aufstehen. So, dann haben wir hier Leute stehen. Ich spiele zu aggressiv, ich spiele zu chaosmäßig, glaube ich gerade. So, hat der Blocken? Der hat leider Blocken. Hm. Wir machen dann hier einen Blitz jetzt auf die Hexenkriegerin. Und wir brauchen den Wiederholungswurf. Doppel-1. So, okay, der Ball ist frei. Und folgen. Und sogar verletzt. Sehr schön. Hexenkrieger, einer der besten Spielerinnen der Dunkelelfen. Leider fliegt der Ball neben einen Spieler der Dunkelelfen. Hm. Wir gehen nach hier. So, dann weichen wir mit dem hier aus und gehen auch hier und versuchen den Ball aufzunehmen. Ach, schafft er nicht. Schade. Und der Ball fliegt noch unvorteilhaft mäßig ab. Schade. Ja, wenn wir Pech haben, kriegen wir jetzt den Touchdown gegen uns. Allerdings muss er jetzt auch erstmal unsere beiden hier wegholen. Na, er zieht seine Leute zurück. Den muss ja richtig uselig kalt sein, den Waldelfen. Die haben ja nichts anzuziehen hier, seht ihr das? In den Foren haben sich die Leute übrigens aufgeregt, dass die Waldelfen-Kampftänzer in diesem Spiel männlich sind. Ich meine, im Tabletop werden die auch männlich. In Blood Bowl 1 sind sie weiblich. Weibliche Spieler haben wir hier in Blood Bowl 2, glaube ich, dann auch nur in Form der Hexenkriegerin. So, wir haben jetzt drei Dunkelelfen am Ball. Und einer, der den Ball sogar hat. Also wir blocken erstmal hier, das müsste ein 1er-Block sein. Das ist nicht so schön. Nee, dann blocken wir lieber hier. Das ist auch ein 1er-Block. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Okay, das ist schlecht. Wir bleiben. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. So, hier können wir einmal blocken. Ja, sehr gut, den feuern wir zu Boden. Und folgen. Ah, die Animationen der Waldelfen sehen schon cool aus. So. Hm, einmal aufstehen. So, hier rein. Aber das ist ein bisschen risky. Hm. Hm. Das wäre negativ. Den Kampftänzer nach hier stellen. Den hauen. Sehr schön. Und folgen. Bam. So, und dann der Blitz natürlich von unserem Kampftänzer gegen den Blitzer hier.
especially if the ball over goes down. Und folgen. Das erinnert mich so ein bisschen an Mortal Kombat in Liu Kang, wenn ihr das noch kennt. So, hier können wir den Ball aufnehmen. Und mal ein bisschen ins Backfield laufen. So, wer ist denn das überhaupt? Der Rarasa, ja, der hat sich hier schön davon gestohlen. Hier einmal ausweichen. Und hier so ein bisschen... Ah, Mist. Zu ist gelähmt. Every player I've seen lying on the field during my career. Well, I could start my own team. You only need a million gold. Aber sieht doch ganz gut aus. Wir haben den Ball. Wir sind in der Nähe zum Touchdown. In der Nähe von unserem Ballträger sind die Dunkelelfen meistens, also fast alle am Boden. Okay, da kommt jetzt einer. Und der geht zu Boden. Jetzt fliegt der Wiederholungswurf. Ein Einser Block gegen uns. Und leider schafft er den auch. Schade. Okay. Bisher hatten wir echt Glück mit den Verletzungswürfen. Wir spielen auch ein bisschen zu aggressiv für meinen Geschmack hier. Ich werde uns nicht beschreien. Au. Ist die von... Autsch. So, wir sind dran. Aufstehen. 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 So. Ja, die Kampftänzer können jetzt hier, der ist frei sogar. Aber ich denke, ich will mit einem Kampftänzer hier rein. Versuchen wir den mal frei zu boxen. Da, und stehen bleiben. K.O. Sehr schön. Wer sagt denn, dass Waldelfen nicht prügeln können? So, jetzt der Blitz mit dem Kampftänzer. Und da, der hat keinen Block, unser Kampftänzer hat Block. Damn. Und sogar gelähmt. Perfekt. So. Dann würde ich sagen, laufen wir mit dem nach da. Und der andere Kampftänzer wird jetzt versuchen, einen Pass zu schmeißen. Oh nee. Schade. Doppelt auf die zwei ausweichen. Was war das? Ja, auf die zwei. Hat er zweimal nicht geschafft, weil ich hatte ja ausweichen. Ich darf es wiederholen. Naja. Wir haben zwei Elfen am Ball. Und wir sind eigentlich in der Defensive. Noch ist nichts Schlimmes passiert. Wir haben heute über YouTube einen Comment gekriegt, ob das Spiel generell schlechte Würfelwürfe generiert und dadurch schwieriger ist. Habe ich bis jetzt noch nicht festgestellt. Ähnlich, man neigt dazu, mal zu sagen, boah, scheiße, würfel ich hier scheiße und so, aber manchmal hat man das einfach, manchmal Pech. So, aufstehen. Aufstehen. Er hat mich jetzt hier gelassen. Okay, das heißt, ich kann trotzdem jetzt den Pass schmeißen. Ich laufe erstmal, gucken, ob wir erstmal den Ball kriegen. So. Dann möchte ich jetzt gerne passen auf den. Na komm. Feder. Kannst du keinen Ball fangen? Mit Agility 4. Aber ich, das ist das vielleicht, was der Typ meinte. Wenn ihr jetzt gerade seht, letzte Runde und diese Runde, wie viel 2-Plus-Würfe wir nicht geschafft haben. Ne? Also manchmal
eben beim Kampftänzer beim Ausweichen doppelt auf die 2. 2 plus wiederholbar ist echt sicher, normalerweise. Und eigentlich hier fangen auf die 2 auch. Ah, der Arme wird voll umzingelt hier. Ja, solange da unten blitzt, ist mir das total egal. Ja, nichts passiert. Sehr gut. Das Ausweichen hat bei ihm nicht geklappt. So, bei uns hat sich immer noch nichts verändert. So, wir werden jetzt den Typen hier mal hauen. Und folgen. Sehr schön. So, du nimmst jetzt den Ball. Ach, come on. Das kann doch nicht wahr sein. Das meinte ich. Jetzt die dritte Runde in Folge 2 plus Würfel vergeigen. Das liegt doch auch nicht am Wetter. Ne? Wetter macht nur... dass kurz Pässe nur gehen und Go for it nicht so klappen. Ah, Mann. Zu ist verletzt, oh Gott. Verpasst das nächste Match. Ja, da Claudine noch auch. Passt doch. Können sie gemeinsam im Krankenhaus liegen. So. Er bewegt sich immer noch nicht zum Ball. Will denn ich hier... geben ihm hier nochmal was zu tun. So. Der Kampftänzer haut den schon wieder. Okay, diesmal schiebt er ihn nur. Folgen. So, jetzt hier. Jetzt komm aber. Dritte Runde in Folge musst du doch jetzt mal schaffen. Und jetzt passen bitte. Ja, komm. Pass auf. They pass the ball, but will it be a completion? Ey, Leute, die vierte Runde in Folge, der Pass nicht klappt. Hier unten sieht's. Auf die 2. Ne. Meh, meh. Naja. Ganz ruhig bleiben. Der Gegner spielt scheiße zusammen. Der könnte schon längst den Ball irgendwie geholt haben. Aber wenn ich will, Einzug kann man noch. Die Frage ist, machen wir das mit einem Kampftänzer? Ne, ich glaube, wir machen das mit einem normalen lieber. Dem Touchdown. Weil die normalen sind die, die dringend Skills brauchen. Die Kampftänzer sind auch ohne Skillung schon ziemlich gut. Bam. Haha. Sehr schön. So, dann einmal den Touchdown bitte. Touchdown! Von Olukard. Going to perk the crowd just nice. As the halftime whistle blows. And it's gone! The match is launched for real! Halbzeit! 1-0. Ja, bei den Gegnern wichtige Spieler außen. Bei uns zu und Claudine. Und auch hier der... Ah ne, er kommt wieder. Justikon, glaube ich, war es. Bin mir gar nicht sicher. Wakey, wakey. One team's got some early knockouts back. So, wir nehmen jetzt einen Spieler, der noch keine Starspielerpunkte hat und stellen ihn mal nach hinten ab zum Ball holen. So. Der Rest. Na gut, die Dunkelelfen stehen jetzt hier massiv hier vorne. Auf der rechten Seite ist ein bisschen Platz. Da können wir die Kampftänzer aufbauen und dann einfach über die Linien drüber hüpfen. So.
Den brauchen wir da eigentlich auch nicht. Alles klar. Schauen wir mal. Unser Gegner bekommt extra Wiederholungswürfel. Ach, wir haben hinten einen noch vergessen. Nee. Der Pölle. Komm, nach vorne mit dir. So. Schneeflocke nach vorne. Und jetzt machen wir mal einen Block. Wir schieben. Folgen. Dann kommt jetzt wieder Blitz. Auch nur schieben. Hätte besser sein können. Wir bleiben. Aber zumindest ist jetzt hier die Lücke frei. Und jetzt seht ihr das gewohnte Elfenspiel. Einmal durch die Lücke laufen und dem Gegner möglichst viele Ziele geben, die er abdecken muss. Ansonsten gibt es einen Touchdown. So. Dann versuche ich jetzt mal den Ball noch zu schützen. Sehr schön. Razal einmal nach hier. Alles klar. Und zu beenden. Ein bisschen scheiße ist es jetzt, dass es, dass wir nur schnelle und ich glaube mittlere Pässe können, ne? Nur schnelle und kurze Pässe möglich sind. Das schränkt das Ganze ein bisschen ein. Aber anscheinend kümmert er sich nicht um die Leute in seinem Backfield. Also bis jetzt noch nicht. Soll uns nicht stören. Okay, jetzt macht er zu. Er versucht den hier in der Mitte irgendwie zuzumachen, aber das ist irgendwie stört keinen. Jetzt kommt der Blitz. Okay. So, kein Thema. Sonst lässt er den wieder alleine stehen. Come on, guys, together. Und da. Okay, nichts passiert. Perfekt. Wir sind dran. Aufstehen, das wird jetzt eine halbwegs risky Sache. Wir gehen mit dem zuerst raus. Hier hin. So, und jetzt kommt der Blitz auf den hier. Sehr schön. Dadurch ist jetzt der Weg frei. So. Jetzt können wir nämlich hier durch. Können wir erstmal da hinlaufen. Und dann den Pass schmeißen. Wir haben Wiederholungswürfe, ist also alles kein Thema. Pass, ist ein schneller Pass, das ist auch ein schneller Pass. Wer soll den Touchdown machen? Ich bleib dabei, dass die Feldspieler wichtiger sind. Und das gibt den Park Touchdown. Yeah! Mysticon! We're at the halfway point of the game. If the losers are gonna make a move, they need to do it now. Mehr Touchdowns sind mehr Touchdowns sind mehr Touchdowns. Der Gegner spielt aber auch extrem scheiße. Also, muss man ja auch sagen. Waldelfen haben es echt am schwierigsten gegen Zwerge oder so. Weil die immer Tackle und ganz viel Tackle haben.
So, hier haben wir die, die alle schon Starspielerpunkte gesammelt haben. Der Bini kennt sich von unserer Chaos Squad ja noch aus vorne an der Linie. Da muss er jetzt sich auch weiter verdienen. So, hier versuchen wir alles ein bisschen zuzumachen. Das wird nicht mehr so super gut funktionieren. Entschuldigung. Der Gegner hat immer noch volle Anzahl an Spielern. Na, nicht ganz, glaube ich. Gucken, ob wir jetzt wieder so schnell durchkommen. Irgendwie einen rauen Hals gerade. Nicht, dass ich krank werde. Was ist für Scheiße? Die Aufstellung ist absolut komisch von ihm. Holt sich den Ball. Quick and easy. Nothing to see here. Ja. Jetzt kommt der Blitz gegen Bini auch noch. Der arme Bini. Au. Wenn ihr das Bild mal anguckt, der sieht sogar so ein ganz, ganz minimal kleines bisschen so aus wie der Bini früher oder der Longer. Wie die tanzen alle. So. Schauen wir doch mal. Wenn wir den hier wegkriegen, ist schon viel gesagt. Sehr gut. Wir bleiben. So, jetzt hat er nämlich die Möglichkeit, hier raus zu dodgen. Und nach hier vorne zu laufen. Schafft er nicht. Wir haben aber Wiederholungswürfe. Gut. Mal aufstehen. Dann gehst du hier außen lang. Mal hier durch, hier durch. Und jetzt den einen Go for it muss ich riskieren. Geklappt, sehr gut. Puh, so. Du gehst nach hier vorne und dann gibt es einen Jump nach da. Oh, come on. Hilarious. Gerade mal gucken jetzt hier unten, was das für ein Wurf war. 3 plus. Ja. Wieder mal die 1 gewürfelt, ne? Kennen wir ja schon. Immerhin haben wir einen Spieler am Ball. Gucken, was der Gegner macht. Also ich würde jetzt hier einfach raus, Ball übergeben, hier hinschmeißen, Touchdown machen. Der Weg ist frei. Frage ist, ob das unser Gegner auch so macht. Also der Computer. Bis jetzt war er nicht so sonderlich schlau. Und er überlegt und überlegt. Ja. Nebenbei rendere ich gerade eine Folge Secret World. Deswegen kann es sein, dass der ein bisschen schlurrt hier in seiner Schnelligkeit, der Computer. Er läuft mit noch einem nach vorne, was auch immer das soll. Ihr seht schon irgendwie, das Spiel mit Elfen ist grundlegend anders als mit dem Chaos-Team. Gelähmt. Okay. Hauptsache kein Casualty. Das ist alles, was ich... So, pass. Er hat die ganzen Leute... Er ist zu blöd dafür. Er hätte jetzt in dieser Runde den Touchdown machen können. Aber vielleicht will er das auch gar nicht. Weil dann wären wir ja wieder in Ballbesitz. Okay.
So. Unser Problem, beide Kampftänzer noch am Boden. Dies ist nicht so geil. Kommen wir irgendwie an den Ballträger ran? Also neben dem Ballträger kommen wir auf jeden Fall. Um ihm hier ein bisschen was zu überlegen zu geben. So, da rein. Und hier hin. Und du gehst hier hinten raus, hier rum. Du gehst direkt hier hin. Und du gehst hier hin. So, es ist ganz relativ einfach für den Computer hier rauszukommen. Hier tun wir den auch nochmal hin. So, einmal ein bisschen umzingelt. Nehmen wir ein bisschen was zu denken. Es ist nicht unmöglich, da jetzt den Touchdown rauszumachen, aber es ist schwieriger als in der letzten Runde. Wenn ihr auf meine Würfelwürfe guckt, ey, es ist nicht so schön. Wenn ihr übrigens die Regeln haben wollt von Blood Bowl, wenn euch das interessiert, man kann die, wenn ihr das in Google eingibt, Blood Bowl, es gibt die umsonst als Download. Und dann könnt ihr mal nachlesen, wie das alles funktioniert. Einfach mal googeln, das findet ihr. Das ist wie gesagt ein Tabletop-Spiel. Eigentlich. Oder eigentlich ist es ein Brettspiel. Das sieht immer so krass aus. Und dann doch kein Casualty. Throw the ball in their face. Yes, schade. Okay. Gut, drei Leute von ihm am Ball. Den kriegen wir jetzt relativ einfach weg, glaube ich. So, hier weg mit dir. Und wir bleiben natürlich am Ball stehen. Roundhouse Kick. Und gelähmt. Sehr gut. Er geht mal nach hier. Ah, ich bin besser nach da gegangen. Dann werde ich beide abgedeckt. Dann muss der jetzt halt nach hier hinten. Alles klar. Du haust den. Ist der Assist gonna be enough to come out on top? Weg vom Ball mit dir. Bam. Auch gelähmt, sehr schön. So, und jetzt einen haben wir noch am Ball. Und wir versuchen das mit dem hier. Perfekt. Wir schieben den auf den Ball, dann bewegt sich der Ball so ein bisschen. Cool. Ja, super. Besser hätte es nicht laufen können. Lauf Richtung Endzone! So, und der Kampftänzer steht auch auf und unterstützt ihn ein bisschen. So, der Herr bindet die beiden. Der wird zwar wahrscheinlich von einem niedergeknüppelt, aber ist mir egal. So, das könnte der dritte Touchdown sein. Hat er denn schon Starspielerpunkte? Er hat noch keine Webpölle. Sehr gut. Am Anfang versuche ich immer, die Starspielerpunkte so weit wie möglich zu streuen, weil es kriegt ja zufällig ein Spieler 5 MVP-Punkte. Jetzt kommt der 1er Block. Okay. Okay, und er schafft es. Schade. Pölle ist da oben. Na, wir haben noch einen Kampftänzer da stehen.
Der Kampftänzer und der sind auch in Reichweite. Das ist das Gute an den Waldelfen, weil die so schnell sind. Sind die eigentlich fix von rechts nach links und von oben nach unten gelaufen. Okay. Ja, das ist dann der Touchdown jetzt, würde ich sagen. Gucken. Kriegen wir das hin ohne Go for it? Ja. Einmal schön um die Tackle-Zone rum. Feder. Sehr schöne Animation. Keep away from the fans, because they're not gonna be happy. Ja, die Cheerleader sehen auch nicht sonderlich happy aus. Na, komm, steh auf. Na, leider nicht. Okay, wir haben noch einen Spieler weniger jetzt. A shortage of two players is not insurmountable, but it's not easy to overcome either. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. So. Gucken, ob wir noch einen vierten Touchdown hinkriegen. Wenn der Dunkelelf weiter so beschissen spielt, ist das gar nicht so unwahrscheinlich, auch wenn wir hier maßlos in der Unterzahl sind. Da kriegt man einen extra Wiederholungswurf. Er spielt einfach auch scheiße. Er hätte eben den Touchdown machen können. Ohne Probleme, meiner Meinung nach. Aber vielleicht hat er Angst vor 2-Plus-Würfen. Zu Recht, wenn man sich sieht, wie viele ich jetzt schon verpackt habe. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Strange. Jetzt geht er auf den Ball. Schafft er das? Ja, sogar ohne Wiederholungswurf. Ja. Jetzt geht die Prügelei los. Und wo es aussieht, ist es genauso wie mit der Chaos Squad. Das ist das zweite Spiel hier mit Gastspielern, gespielt werden muss. Aber ich hätte auch den Apotheker nicht benutzt, selbst wenn ich ihn gehabt hätte, weil diesen Verletzungsmodus. Ich benutze ihn eigentlich immer nur, wenn ein Spieler stirbt oder ihm wirklich irgendwas zustößt, was seine Leistung erheblich mindert. Also seine Leistungsfähigkeit. So, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Du gehst erstmal hier außen rum, machst schon mal Druck auf den Ballträger. Ja, hier rum. Lalalala. So, einmal aufstehen und einmal aufstehen. Nicht aufstehen. So. Mit einem Go for it könnte ich blitzen. Ich glaube, das mache ich auch. Wo ich mache erstmal. Ne, ich mache direkt den Blitz. So, hier nach vorne. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Und springen. Nach da. Oh! It looks like it's going to be an over the top jump. Oh, what nimbleness! What nimbleness! I'm totally won over. Blah, blah, blah. Perfekt. Ausnahmsweise haben wir 2-Plus-Würfe geschafft. So, den nehme ich jetzt nicht. Okay, aber ich versuche jetzt hier mit dem auch noch nach vorne. Und den Jump. Klappt. Ist einfach eine Imba-Fähigkeit. Kannst du sagen, was du willst. So, und dann geht der auch nach wie vorne. So, jetzt haben wir schon wieder 3 Leute auf dem Ball. Und der geht jetzt auch nochmal raus. Der wird hier hinten rumlaufen. Ah, leider schafft das nicht.
Wir nehmen den Wiederholungswurf. So. Du. Oh, komm, stell dich mal dahin. Gib ihm mir was zu denken. Vielleicht geht er ja lieber wieder auf Spieler anstatt auf den Ball. Hat er ja schon ein paar Mal gemacht. So. Bin gespannt. Da kommt er. Kein Blitz bisher. Gut, der hätte ich auch noch nicht gemacht. Zwei Spieler auf den. Die wichtigen sind die Kampftänzer, das weißt du schon, ne? So, Wiederholung und der geschaffte. Like a tadpole, the skink slips between a poots. Der Kampf jetzt hat immer noch keine Starspielerpunkte, ne? Kann man schieben. The attacker smells weakness. Jetzt versucht er den Ball zu holen. Gegen eine Tackle-Zone auf die 3 nimmt er auf. Schafft er nicht. Und er hat den Wiederholungswurf schon benutzt. Haha, würde ich mal sagen. Allerdings hat er jetzt zwei Tackle-Zonen auf dem Ball. Das ist nicht so cool. So. Das ist risky. Wir haben keinen Wiederholungswurf mehr. Aber ich brauche den da. Um den Touchdown noch zu machen. Ah, schafft er nicht. Schade. Mystikon schafft es nicht. Auf dem Eis ist er ausgerutscht. Naja. Gucken, ob der Gegner es schafft, den Touchdown zu machen. Ich fürchte nicht bei so einem Spiel. Aber kann er auch gar nicht. Er hat keinen mehr in Touchdown-Reichweite. Das wird ein souveräner 3-0-Sieg, meiner Lieben. Und die Nerdpole Treehuggers starten in die Saison mit souveränen Sieg. Und das Einzige, was mich jetzt noch interessiert, sind keine Casualties mehr zu kassieren. After that match, I need to change my undergarments. Yay! Yeah, do your constant whatever somewhere else, Stinky. Ja, ich muss das Spiel gerade neu starten. Am Ende ist mir das Ding dann doch noch abgekackt, weil mein Computer gleichzeitig mit dem Rendern auch noch fertig war gerade. Hat er wohl nicht ganz hingekriegt. Zumindest ist die gerenderte Datei auf jeden Fall noch da und auch ich hoffe, dass die Spielmitschnitte auch in okay sind, aber ich muss euch ja noch zeigen, ob wir ein MVP bekommen haben. Haben wir natürlich bekommen. Nach unserem 3-0-Sieg hier zum Claudine natürlich leider verletzt und der MVP ist Schneeflocke geworden. Also kein Aufstieg. 5 Punkte hier für Feder, in Spiel Hexen leider keine und hier die Touchdowns von Aulukwad. Und wer hatte denn noch einen gemacht? Hier, Justikon hatte noch einen gemacht, genau. Und der Pass von Rarasal. Ja. Haben wir alle mitgekriegt und wie gesagt, keine Aufstiege. Jetzt gucken wir noch gerade mal, ob wir uns wir können uns einen Apotheker leisten, sehr schön von unserem Geld, was wir eingenommen haben. Da hätte ich jetzt gerne auch auf Wiederholen geklickt, weil so viel Geld hatten wir da nicht eingenommen. Aber gut, das Spiel war halt abgestürzt. So, und das nächste Spiel geht gegen die Echsenmenschen. Und das werde ich euch natürlich auch zeigen. Frage ist nur, wann? Und naja, stay tuned for more Nerdpole Treehuggers. Oder guckt euch noch die anderen Folgen von der Nerdpole Chaos Squad an. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss. Yeah.